Hallo meine Freunde von Disney's Cars und willkommen zurück zu Let's Play Disney Infinity 1.0 und zwar das Cars Playset. Ich bin der Drachenbursche, fahre hier gerade mit Hook rum, nehme jetzt aber wieder meinen anderen Charakter, vorher fahre ich noch ins Wasser rein, nehme meinen anderen Charakter wieder, so ein bisschen hier Abwechslung zu schaffen und grüße an der Stelle noch, nämlich Ellie, außerdem Lancy, ich grüße Tim und noch den Tilian. So, oh, die ist schneller. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie fährt schneller. Machen wir hier nochmal einen schönen Stunt rüber. Geil. Was? Für was war denn der goldene Stern? Egal, ich freue mich immer über goldene Sterne. So, du hast noch eine Aufgabe für mich. Mein letzter Stunt-Rennen kam ziemlich gut an. Okay, ja, fand ich auch ziemlich gut, das Stunt. Lass uns also gleich noch einen nachlegen. Schaffst du 4 Doppelkombos? Das würde den anderen Autos echt die Kühlerhauben weghauen. Okay. 360 Grad-Drehung nacheinander. Problem ist, ich bräuchte Nitro. Ich habe zu wenig Nitro momentan, um hier wirklich gute Kombos zu machen, weil ohne Nitro wäre das schwierig. So, Nitro ist einmal aufgeladen. Na dann, los geht's. Diesmal, da, meine Güte! Da darf aber auch, da muss auch jeder sitzen hier. So, 360 Grad Drehung plus Vorwärtsflip, auch das sollten wir hinkriegen. Oh, einmal 360 Grad Drehung und der Vorwärts... Ups! Nein! Verdammt, den Vorwärtsflip verkackt. Der Vorwärtsflip war ja eine Seitwärtsdrehung. Als mir dann aufgefallen ist, war schon etwas zu spät. Irgendwas ist fertig gebaut worden, das ist schön. Okay, neuer Versuch. Ist an. 360 Grad Drehung und Vorwärtsflip. Genau so. Jetzt kommt die 360 Grad Drehung und der Rückwärtsflip. 360 Grad und rückwärts. Genau so. 30 Sekunden haben wir noch, das schaffen wir. 360 Grad Drehung und Rolle, auch daran soll es nicht scheitern. Einmal und zweimal. Perfektes Stuntrennen, würde ich sagen. Da werden die anderen Autos aber Augen machen. Oder Scheinwerfer machen. Ja, wir können wieder was Neues kaufen. 500 gab es da als Belohnung gerade dafür. Krass, so viel haben wir noch nie Belohnung bekommen für etwas. Da holen wir uns gleich die nächste Aufgabe, wenn der hier so gut zahlt. Du denkst, du kennst dich mit Stunts aus. Dann habe ich hier was, das dich garantiert umhauen wird. Tada! Die Superrampe. Okay, dann können wir es wahrscheinlich nicht leisten, oder? Was sagt unser Konto? Unser Konto sagt, wir können uns die Superrampe leisten. Dann leisten wir die uns doch. Warum auch nicht? Ich bin gerade hier so im Stuntfieber. Können wir da oben mal hoch? Hey, ich wollte da hoch. Wollte das Ding holen, was da oben noch ist. Egal. Jetzt haben wir natürlich gleich was hier. Eine neue Mission, die uns vermutlich auf die Superrampe führt, oder? Was meinst du? Der letzte Stunt-Trend war klasse, das fand ich auch. Aber jetzt kommt der Hammer. Könntest du 3 Dreifach-Kombos machen? Das würde die anderen Autos nun wirklich beeindrucken. Habe ich überhaupt schon mal eine Dreifach-Kombo gemacht? Vorwärtsflip, Rückwärtsflip, Vorwärtsflip. Was zur Hölle? Wie mache ich überhaupt eine Dreifach-Kombo? Also wie ich sie mache, weiß ich schon, aber da muss ich krass schnell sein, um sowas zu schaffen. Okay, da haben wir schon mal reingeschafft. Ja, da kommen wir auch bloß dadurch. Was zur Hölle schafft man eine Dreifach-Kombo? Vor allem, wie habe ich... Also man muss wahrscheinlich irgendwie über diese Superrampe rüberkommen. Die Frage ist, wie komme ich auf die Superrampe hoch? Also das ist auf jeden Fall hier die Superrampe, oder? Oder ist die Superrampe drüben irgendwo auf der anderen Seite? Ne, ich glaube, das war schon die Superrampe gerade eben hier. Ja, das sieht schon ziemlich super aus. Ah, und da kann man an der Seite auch hochfahren, okay. Okay, dann sollte das was werden hier. Ich probiere es einfach mal. Mehr als verkacken können wir es nicht. Ah ja, doch, das sieht gut aus. Wahrscheinlich von dem letzten Ding hier runter oder so. Hier so. Vorwärts, rückwärts, vorwärts. What? Selbst da brauchen wir auf jeden Fall Nitro, um das zu schaffen. Okay, krass. 3 von denen sollen wir machen. Ich tippe mal, das schaffen wir jetzt nicht mehr in der Zeit. Aber zumindest wissen wir jetzt, wo die Superrampe ist und wie wir es theoretisch wahrscheinlich machen können. Na dann. Neuer Versuch, neues Glück. Ich wollte eigentlich Nitro einsetzen. Nein. Wir hatten gerade kein Nitro. Na gut. Dann lassen wir die Zeit mal ablaufen und nutzen die Zeit, um ein bisschen hier noch aufzusammeln, bevor wir die Mission nochmal machen. Abbrechen können wir die Mission, glaube ich, nicht, oder? Aktivität abbrechen, doch können wir. Ein letzter Versuch will ich noch, dann machen wir andere Missionen. Ein letzter Versuch muss noch sein. Weil das gibt eine richtig dicke Belohnung, glaube ich, wenn wir das geschafft haben. Einmal Nitro haben wir auch aufgeladen. Ja, los geht's. Los geht's. Wir sollten ihn abschleppen und mitten auf unsere Mission nehmen, finde ich. Ich glaube nur nicht, dass er da so begeistert wäre. Vorwärts, rückwärts, vorwärts war die erste von den 3. Es sind ja insgesamt 3, die wir machen müssen von der Art. Oh. 3 wäre natürlich übel. Egal, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, warten bis die Rampe, die fährt nämlich nur manchmal hoch, die Rampe. Seht ihr, jetzt fährt sie nämlich hoch.
So, und dann vorwärts. Ich hab doch vorwärts. Vorwärts. Ach du meine Güte. Die macht mich wahnsinnig, ich sag's euch. Die macht mich wahnsinnig. Die macht mich wahnsinnig. So, neuer Versuch. Letzter Versuch. Wie gesagt, dann machen wir es irgendwann anders. Aber jetzt probiere ich es nochmal. Jetzt will ich es nochmal schaffen. Ja, jetzt ist wieder nicht oben. Vor, vorwärts, rückwärts, vorwärts. Ja, nee. Das ist so krass. Das musst du so schnell schaffen. Na komm, ein Versuch noch. Ein letzter Versuch. Ist auch gemein, dass man halt drei machen muss. Weil du darfst eigentlich nur einmal verkacken, sonst ist die Zeit auch schon so gut wie wieder abgelaufen. Vielleicht soll ich auch nochmal selber, vielleicht kann man auch irgendwo selber nochmal eine Stuntrampe hinsetzen oder sowas. Keine Ahnung. Ups, warum wollte ich eigentlich driften? Um mein Nitro hier mal erfolgreich aufzuladen. So, einmal um die Kurve rum. Genau, Nitro ist aufgeladen. Nitro ist aufgeladen, ist bereit. Wir sind auch bereit. Wuhu, vorwärts, rückwärts, vorwärts. Ah, es ist nervig. Nee, das macht keinen Spaß. Wir machen was anderes. Wir machen was anderes, das ist doof. Ja, weg damit. Was haben wir noch für Aufgaben hier? Da haben wir erstmal keine mehr. Ich würde sagen, wir fahren mal wieder zurück nach Radiator Springs. Da gibt es bestimmt auch noch diese eine oder andere coole Sache, die wir machen können, außer dieses Stuntrennen hier. Oh, wir haben neue Renner-Herausforderung. Oh, da brauchen wir sogar sie hier speziell. Das geht nur mit ihr. Bist du bereit für eine Herausforderung? Jo, wenn wir sie eh schon gerade haben. Herausforderung gestartet. Dann werden wir mal mit Holly versuchen, hier das Rennen zu gewinnen. So, lädt man den Motor voll auf. Dann kriegen wir hier auch gleich volles Nitro am Anfang. Was uns natürlich einen Turbostart verschafft. Und den enormen Vorteil gegenüber den anderen Fahrern. Also ich muss sagen, die Rennen, die taugen mir mehr als die Stunt-Sachen. Weil ich die Stunt-Sachen am Anfang ganz cool fand, aber wenn man so bestimmte Tricks machen muss, dann finde ich das irgendwie ein bisschen langweilig. Mach lieber die Tricks, worauf ich Bock habe und nicht die Tricks, die mir vorgeschrieben werden. Oh, nochmal Zeug hier einsammeln. Wuhu! Immer schön das Nitro raushauen. Auf keinen Fall das Nitro schlecht werden lassen. Das Ablaufdatum ist nämlich ganz schnell erreicht vom Nitro. Hier auch nicht einsammeln. Vorsichtig hier durchfahren. Durch den Abschnitt der Strecke, den ich eigentlich nicht so gut kann. Aber mittlerweile kann ich den Abschnitt der Strecke. Mittlerweile haben wir es ja oft genug geübt hier. Oh, 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 oh. Drei Runden müssen wir insgesamt fahren. Letztes Mal mussten wir, glaube ich, nur zwei fahren. Das dauert auf jeden Fall länger. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Schön gelandet. Da können wir gleich nochmal ein bisschen Nitro hier raushauen. Das haben wir uns auf jeden Fall verdient. So gut, wie wir hier gerade gefahren sind. Eine Abkürzung nach der anderen wird hier genommen. Das Geräusch, was da gerade knapp hinter mir war, war kein Gegner. Das waren, glaube ich, nur wir selber. Mittlerweile sind wir selber so laut, oder? Nee, ich sehe keine Gegner mehr. Da sind wir ja famos gefahren bisher. Haben uns nichts erlaubt in Sachen Fahrfehlern. Ah, Nitro ist wieder voll. Das heißt, wir hauen uns raus. Schön hier durch. Ist auch wieder die Strecke rückwärts hier. Seine ganz neue Erfindung von Luigi war das ja. Die Strecke rückwärts fahren. Da war Luigi ja hellauf begeistert über diese Idee. Oh, dass mich da gerade nicht gedreht hat, war ein bisschen Glück. Ich meine natürlich können. Ja klar. Genau, nochmal eine schöne Seitwärtsdrehung. Da ist unser Nitro auch schon wieder voll aufgeladen einmal. Wenn wir hier noch ein bisschen Zeug uns holen, ist es sogar gleich ein zweites Mal voll aufgeladen. Da haben wir ein bisschen hier die Wände mitgenommen. Den einen oder anderen Kratzer uns abgestaubt. Aber das zeigt zumindest, dass wir uns voll reingehängt haben. Ja, doch. Kein Gegner in Sicht, so mache ich das. Der erste Platz ist auf jeden Fall sicher, dass wir im Rennen fahren können, wa? So, wow, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Das ist vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst hier gerade geworden. Und hatten sehr, sehr viel Glück, dass es uns da gerade nicht irgendwie umgedreht hat oder so. Genauso wie hier gerade eben, das war auch schon wieder pures Glück, egal. Der Sieg ist kein pures Glück, der war höchst verdient, würde ich sagen. Und auch sehr deutlich. Du hast es geschafft. Jep, und zwar auf den ersten Platz habe ich es geschafft. Luigi ist auf den zweiten Platz gekommen. Sehr gut, die Herausforderung wäre geschafft. Da haben wir noch eine Herausforderung. Wie gesagt, man könnte auch auf schwierigeren Schwierigkeitsgraden noch machen, die Herausforderung. Bereit zum Spielen? Großartig. Aber Herausforderung gestartet. Ich denke, es reicht, wenn man sie einmal gemacht hat. Schließe die Runden ab, um zu gewinnen. Hatte ich vor. So, wieder den Turbostart hinlegen. Sehr gut. Da entkommen wir ihnen allen. Natürlich krass, wenn man gleich so vorliegt immer. Wir haben die anderen natürlich keine Chance hier. Weil wir hier nochmal immer so krass abkürzen und dann nochmal Nitro reinhauen. Da sieht man sie dann schon fast nicht mehr.
Kann man ihn noch von Entfernung aus winken? Schöne Drehung. Da nehmen wir das Nitro mit. Das können wir hier nicht verkommen lassen. Oder angeblich, oder aus Versehen noch die Gegner bekommen lassen. So. Ja, wir haben es zum ersten Mal oben rauf geschafft. Sehr gut. Ziel erreicht. Aber so viel anders ist hier oben auch nicht. Aber zumindest haben wir es mal gesehen gehabt. Hat ich vorher noch nicht geschafft. So, hier können wir gleich zwei Stunts nacheinander machen. Und uns damit unser Nitro gleich voll auf... Hey! Unser Nitro gleich voll auffüllen. Warum hat es uns da gerade hingehauen? Das weiß ich aber nicht. Hätte ich eigentlich nochmal gern gewusst, was da gerade passiert ist. Da holen nämlich die Gegner schon wieder erschreckend schnell auf, wenn man hier einen Fehler sich erlaubt. Und das war ja noch nicht mal ein kapitaler Fehler. Egal. Noch ist alles gut. Noch machen wir hier schöne Runden. Wow. Der Stein kam mir zu schnell zu nahe. Hier können wir auch nochmal hochspringen. Ein bisschen Nitro mitnehmen. Nochmal ein bisschen Nitro verbrauchen. Und dann nochmal hier. Jawohl. Schöne Drehung. Ach Gott. Echt geschafft, an allen drei Nitro-Dingern vorbeizufahren. Meisterleistung. Definitiv mal wieder eine Meisterleistung meinerseits. Ja, diesmal haben wir es auch deutlich da hoch geschafft. Letztes Mal war es ja teilweise schon etwas knapp. Dieses Mal nicht. Diesmal war es klar. Eine klare Angelegenheit. Schau mal, dreimal vielleicht. Dreimal. Dreifachstand geschafft. Das ist selten in den Rennen. Ja, das war nicht so gut. Aber auch nicht so dramatisch. Solange wir unseren Gegner noch davonfahren können. Ja, da hinten. Können wir ihnen mal winken aus der Ferne. Aber so richtig nahe kommen oder gefährlich werden. Nee. Das tun die nicht mehr. Mal schauen, was wir noch für eine Hauptmission haben. Wird ja noch ein paar große Rennen geben. Was ich ein bisschen blöd finde hier, ist, dass man nicht so recht unterscheiden kann, was eine Hauptmission und was eine Nebenmission ist. Also was die Story vorantreibt und was einfach nur, ja, so Aufgabe in der Stadt ist. Finde ich ein bisschen schade, weil so dann könnte man immer schön abwechseln, mal eine Hauptmission, mal eine Nebenmission. Aber so mache ich halt teilweise drei Nebenmissionen nacheinander oder so, bevor ich wieder checke, was eine Hauptmission ist. So, lala! Ja, das war nicht so gut. Sowas sollten wir uns in der letzten Runde nicht erlauben. Da kommen die anderen Ganoven nämlich schon wieder ganz schnell angefahren. Wenn die sehen, dass wir sowas machen. Diesmal fahren wir aber nicht über das Ding in der Mitte. Da haben wir nämlich vorhin schon gesehen, das war nicht so gut. Also umgehen wir das geschickt. Ah, jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Fahren nochmal Nitro raus, damit der Sieg auch ungefährdet ist. Ja, der ist definitiv ungefährdet, der Sieg. Schön. Starkes Finish. Ja, ich spreche immer noch Deutsch und kein Finish, aber was soll's. Gut, das wäre geschafft. Wir gehen mal wieder zurück nach Radiator Springs. Da haben wir auch noch ein paar neue Sachen aufgebaut. Von daher sollte es da vielleicht auch noch was Neues zu tun geben. Ich glaube auch, diese Stunt-Sache war keine Hauptmission. Meine ich zumindest. Nein, ich will echt oben rumfahren. Aber wir können hier auch an der Seite entlang fahren. Nein, können wir nicht. Aber zumindest das. Zumindest das. Auch das können wir uns nicht holen. Ach, Manu. Egal. Den Weg hier werden wir noch oft genug fahren, weil wir ja noch oft genug irgendwelche Sachen im Stunt-Park machen wollen. Den wir ja auch mit dieser Mega-Rampe ganz gut verbessert haben. Aber noch nicht gut genug. Leider noch nicht gut genug. Leider noch nicht gut genug. So, da... Ja, du bist der Doppelstunt-Mensch. Aber hier gibt es so wenig Doppelstunt-Sachen. Wobei mit Nitro... Mit Nitro können wir vielleicht sogar an dem Ding dann einen Doppelstunt hinbekommen. Okay, wir probieren es nochmal. Ja, weil mich diese Aufgabe einfach nervt. Ah, okay. Haben wir überhaupt genug Nitro? Ich weiß gar nicht. Nee, momentan haben wir gar kein Nitro. Jetzt haben wir Nitro aufgeladen. So, okay. Doppelter Vorwärtsflip. So. Einmal und nochmal. Ach komm, der war doch gelandet. Meinheit. An einem höher gelegenen Ort, ja. Kommen wir mal da nochmal hoch, da links hier. Das ist doch auf jeden Fall ein höher gelegener Ort hier, oder? Das kommt mir doch sehr... Ja, da muss man das machen, glaube ich. Ja. Da schaut doch schon gleich viel besser aus. Wuhu! Oh, nach vorne. Nein! Ah, falschen Stunt gemacht. Aber, glaube ich, nicht der letzte Stunt, den wir da machen müssen. Sorry, ich habe gerade keine Zeit für dich. Ich muss gerade Stunts machen. Ich muss gerade selber ein bisschen Rowdy spielen. Da habe ich für die anderen Rowdys leider keine Zeit. So, einmal und nochmal. Ja, das gibt's doch nicht. Ja! Wie oft kann man eigentlich sowas verkacken? Wie oft kann man sowas eigentlich verkacken? Bin mir auf jeden Fall Meister des Verkackens in dem Part, glaube ich. So. Ja.
zeigen wir dem auch nochmal, was wir können, damit wir zumindest die Nebenmission nochmal abgeschlossen haben. Damit wir mit unserer Nebenmission zumindest etwas weiterkommen hier. So, Nitro können wir momentan gar nicht aufladen, weil das eh schon voll ist. So, einmal und nochmal. Sehr gut. Diesmal die doppelte Seitwärtsrolle, auch wenn es nicht da steht, aber mittlerweile weiß ich, dass wir an der Stelle die doppelte Seitwärtsrolle haben wollen. Von mir. Ich weiß gar nicht, ob wir alle Sachen machen müssen, die es gibt. Schauen wir mal. So, einmal und nochmal hinterher. Schön gelandet. Und auch nochmal der dritte. Ups. Den Rückwärtsflip muss. Der Rückwärtsflip soll auch nochmal sein. Nicht der Erdnussflip. Nein, der Rückwärtsflip. Das war gerade sehr auf der Kante. So sehr soll das gar nicht auf der Kante sein. So, einmal und nochmal. Ja. Geil. Sehr, sehr geil. Ach du meine Güte. Ja. Yeah. 250. Belohnung. So, was gibt's hier noch für eine neue Aufgabe? Warte mal, hier ist endlich der Brief, auf den ich gewartet habe. Er ist von den Mädels, mit denen ich früher als Joker unterwegs war. Okay. Jetzt, wo sich die alte Motorama-Bande wieder in Radiator Springs trifft, muss ich dafür sorgen, dass alle Kolben wie geschmiert laufen. Und hier kommst du ins Spiel. Na dann, lass mal hören. Ein paar dieser Rowdies haben die Nummernschilder von Lizzies Andenkenladen gestohlen und sie überall in der Gegend verstreut. Okay. Ich hole sie natürlich, nett wie ich bin. Ich bin nett wie Flanders. Da vorne ist der Erste. Okay, die müssen wir wieder nur crashen, um sie zu bekommen. Du bist oben, ich sehe schon. Ja, du bist oben, ich hole dich schon. Ich hole dich auch oben. Immer diese Rowdies hier. Diese Rowdies, den müssen wir hier auch definitiv mal den Gar ausmachen. Wird Zeit, dass wieder der Sheriff in die Stadt kommt. Der hier ein bisschen für Ordnung gesorgt. Nein, ich hab ganz kurz nach vorne. Ich habe wirklich ganz kurz nach hinten gelenkt. Aber nur ganz kurz. Und dann haut's mich da einfach schon wieder runter, ey. Frechheit. 1200, wir können übrigens wieder was Neues kaufen, sehe ich da gerade. Wir können uns die letzte Sache kaufen, die uns hier noch in Radiator Springs fehlt, nämlich das Motel. Cozy Cone Motel, müde erschöpft von vielen Fahren, ein weiches Bett im Cozy Cone Motel ist genau das, was du brauchst. Okay. Ist gekauft. Okay. Ja, bauen wir es einfach dahin, oder? Können wir es nochmal drehen? Drehen wir es mehr zur Straße? Wo ist denn der Eingang? Da ist der Eingang. Es gibt eh nur einen Eingang. Komm, bauen wir es. Bauen wir es so hin, oder? Ja, bauen wir es so hin, komm. So sieht's doch gut aus. Ja, passt. Nee, ich will schon. Nein, nicht dahin. Auch nicht da. Wieso da? Ach, da ist schon was. Oh, Entschuldigung. Hatte ich nicht gesehen gehabt. Alles gut. So, passt. Da gibt's auch einen Goldstern für. Ab sofort in der Tollbox verfügbar. Das Modell, ich glaube, aber wir haben dann sogar alle Sachen, die es hier zum Bauen gab in der Stadt. Also right hier, das Springs wird langsam wieder vollständig. Hüpfpassage mit dem Auto, wer hat sich sowas ausgedacht? Er macht auch eine Hüpfpassage mit dem Auto. Nitro will ich da nicht einsetzen, weil ich weiß, wenn ich Nitro anhabe, dann fliege ich bloß wieder zu weit. Ist ja so schon immer relativ knapp. So, diesmal holen wir es uns aber. Ja. Perfekt, die sind alle hier oben, glaube ich, irgendwo. Ja, ist ganz cool, weil wir dann hier die Strecke hier oben auch ein bisschen kennenlernen. Ah, es ist da in der Mitte dazwischen. Zwischen den Heuballen versteckt. Die Rowdies haben das Zeug auch noch versteckt. Ganz miese Kerle. Ganz, ganz miese Kerle. Da fällt mir eigentlich hier doch außen rumfahren können, gell? Hätte gar nicht da oben rumgemusst. Egal. Diese Sachen, die da drin sind, diese Kisten, die brauche ich eigentlich nicht holen. Aber die bringen goldene Münzen, oder? Die sind ein bisschen mehr wert, kann das sein? Ich glaube, wir sollten mehr von diesen Kristallen noch holen. Nein, komm zurück. Hol die Schilder zurück. Nein, du sollst die Schilder holen. Schilder sollst du holen. Geht doch. Da tun sie sich manchmal aber auch schwer. So und... Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.